Mindestens eine der nun folgenden Mannschaften wird zum ersten Mal bei diesem Freeway Cup punkten. Entweder der Hamburger SV, 1:3 verloren gegen Rasenballsport Leipzig, oder aber die Nürnberger, 1:3 verloren gegen Borussia Dortmund. Und jetzt gerade erfolgreich in Person von Justin Kussmann mit der Nummer 11. Abpraller über die Bande, und da war es die Aufgabe für Kussmann, den Ball mit links zu vollenden. Da wäre die Zielertis fast noch rangekommen mit dem Fuß, aber dann noch die Führung für die Franken. Also wie gesagt, beide Teams mit einer Auftaktniederlage. Jetzt geht es an Spieltag 2 darum, sich zu rehabilitieren. Nächster Schussversuch für die Klubberer. Tabellenführer der Landesliga. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Noch nicht über die Saison vom Hamburger Sportverein. Man könnte so ein bisschen den Mantel des Schweigens darüber legen. Sind in der Regionalliga aktiv, dort allerdings nur Tabellenzehnter. Sind erst im letzten Spiel 2017 von den Abstiegsrängen gesprungen. Hier der Blick der konzentrierten Spieler. Geblockter Ball über die Bande, Ballbesitz für Nürnberg. Ja, umentschieden, war anders angezeigt. Ballbesitz für Hamburg. Machen wir auch. Oh, tiefer Ball, gute Mitnahme eigentlich, aber dann konsequent verteidigt von Fabio Deuerlein. Ball den Nürnbergern. Ja, der tiefe Ball, ja, und dann die unsaubere Verarbeitung mit der Brust. Jetzt Wechsel beim HSV. Die Plätze füllen sich gleich wieder. Genau. Mit den Spielern, die von der Platte runter sind. Tiefer Ball, Abpraller und Ausgleich. So kann's gehen. Ball wollte er mitnehmen, Ball vergessen. Torschütze Grace Bokacke. 1:1. Zweiter Turniertreffer für die Hamburger. Ganz platziert abgeschlossen. Das fällt auf bisher. Es geht gar nicht so sehr um Geschwindigkeit, es geht vor allem darum, die Bälle platziert ins Tor zu bekommen. Logisch, bei kurzen Distanzen wird es für die Keeper natürlich irgendwann schwierig, die Pranke noch ranzubekommen. Das gerade wieder ein schönes Beispiel. Da waren die 4 Sekunden schon abgelaufen. Ja, der Hamburger Keeper wird hier kein Freund mehr der Schiedsrichter. Eben schon die hochverdiente 2-Minuten-Strafe. Der ist ziemlich on fire hier. Aber auch das gehört ja zu einem Keeper dazu. Freistoßgelegenheit jetzt für den ersten FC Nürnberg. Ja, auch da die Ballmitnahme wieder unsauber. Kuna, sie lassen da echt ein bisschen was liegen. Das sind so technische Mängel und Schwächen, die sie morgen abstellen müssten, spätestens. Schussversuch nochmal aus der Drehung hier. Nächster Versuch vom Hamburger Sportverein. Die Partie jetzt zunehmend etwas besser in den Griff bekommen. Auch hier der Ball wieder geklärt an die Bande und mit vereinten Kräften verteidigt. Ja, sie sind konzentriert dabei und unterstützen natürlich die Mannschaft. Die Hamburger Bank. Die Jungs sind natürlich ehrgeizig, sonst wären sie gar nicht
hier auf diesem Niveau unterwegs. Natürlich haben sie alle das eine große Ziel, den einen großen Traum vom Profifußball. Und den nächsten Treffer haben wir hier, den zweiten in diesem Spiel für die Hamburger. Das nimmt er recht entspannt zur Kenntnis. Hamburgs Nummer 5, Martin Giameschi. War's. Fast Erklärungsversuch. Nächster Treffer, 2-2. Torschütze Takan Üçünü. Dann sehen wir es nochmal. Ball zurückgelegt, mit links ins rechte lange Eck vollendet. Wunderbar abgeschlossen, technisch hochwertig. Gut gemacht. Nicht irritieren lassen, es steht 2-2. Auch wenn unten rechts etwas anderes steht. Ballgewinn jetzt für die Nürnberger, aber gut verteidigt, sehr gut verteidigt von Hamburgs Eugenio Junior Lopez. Die Körper dazwischen gestellt. Das ist so ein zähes Ringen, so richtig die Oberhand hat keiner. Das sind mal die Hamburger, die so ein bisschen sind. Das war eine schlampige Rückgabe. Und das war gut zurückgeholt. Ah, der ist ein Hitzkopf. Das merkt man immer wieder so leicht. Die Nickelein da. Verschickt hier munter Freundschaftsanfragen. Die Gegenspieler. Gavin Dizialitis. Er muss da wieder gut eingreifen. Also sie spielen wenig Fußball, das fällt auf. Das haben wir in anderen Partien schon ganz, ganz anders gesehen. Gerade Nürnberg auch immer wieder mit diesen tiefen, weiten Bällen. Wenig Fußball, wenig Aufbau. Gar kein fliegender Keeper, der jetzt das spielerisch mit was lösen will. Und die Mannschaft an sich haben recht bewegungsarm. Sie gehen wirklich vorwiegend dann auf hohe Bälle, auf die Abpraller von der Bande. Hier so der nächste tiefe Ball. Das wirkt dann für den Zuschauer nur jetzt nicht maximal unterhaltend. Halten wir mal zugute, dass sie sich für morgen noch ein bisschen was aufheben. Oder vielleicht noch fürs dritte Spiel. Heute Nachmittag ein lecker Bissen des River Cups ist diese Partie gar nicht. Auch wenn wir schon 4 Tore gesehen haben und fast das fünfte sehen. David Ismail, der etwas zu hoch zielt. So, wieder weiter, aber es fällt auf und er geht sogar noch in Seiten aus. Wie gesagt, es ist hier nicht gerade die hohe Kunst des Hallenfußballs, die wir von beiden Mannschaften bekommen. Nur noch 3 Minuten. Ehrlich gesagt finde ich das auch nicht schlimm. So, jetzt mal über die Mittellinie gegangen. Freistoß, Foul an Yannick Hofmann. Klare Sache. Thank you.
Da haben wir einen ganz alten Bekannten im Bild, jetzt gerade im Gesicht gekratzt. Bastian Reinhardt, den sollten noch so ziemlich alle kennen. 42 Jahre, ehemaliger Profi, engagiert wie eh und je. Innenverteidiger und rechter Verteidiger. 166 Bundesligaspiele, 123 Zweitligaspiele. Viermal Champions League und jetzt halten Sie sich fest. Viermal Champions League gespielt mit dem Hamburger SV. Mann, muss das lange her sein. Aktiv nicht nur für den HSV, er war bei Hannover 96, bei Arminia Bielefeld und dann aber 7 Jahre zwischen 2003 und 2010 im Hamburger Sportverein aktiv und jetzt eben U16-Trainer, Cheftrainer beim HSV. Also auch hier ein prominenter Kopf an der Bande in Lübbecke. Sein Gegenüber Marek Mintal haben wir im ersten Spiel schon vorgestellt, auch er als Bundesliga-Torschützenkönig, als DFB-Pokalsieger. Ein ganz bekannter Name und ein ganz bekanntes Gesicht, die sich hier duellieren und sicherlich in der einen oder anderen Partie auch schon aufeinander getroffen sind. Das dürfte noch so ziemlich eine Zeit gewesen sein. Nächsten Schussversuche beim Hamburger SV, Konter der Nürnberger. Aber auch da nicht entschlossen, die Ballverarbeitung, Ball jetzt zumindest mal wieder geholt, über die Bande gespielt mit der Hacke. Das wäre doch mal so ein Highlight gewesen hier von Christian Kestel. Hamburg jetzt im Gegenzug, aber da ist Nürnbergs Keeper Emre Yilmaz im Tor da. Letzte Minute läuft. 2-2 steht es nach wie vor in diesem Duell. Nochmal der lange Ball, Direktabnahme, das war ein schönes Tor. Raris Urcan trifft. Und feuert nochmal seine Mitspieler an, das jetzt auch durchzuziehen, diese Führung ins Ziel zu bringen. Jetzt wären die ersten 3 Punkte für den Nürnberger. Hamburg würde mit diesem Spielstand aus 2 Spielen 0 Punkte mitnehmen. Nicht von der Uhr irritieren lassen, die war wieder angehalten. 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Zeit genug für einen weiteren Ausgleich zum 3:3. Hamburg versucht es. Legt er sich den Ball hoch, um ihn dann Volley zu spielen. Das kostete zu viel Zeit. Deswegen konnte man es wieder verteidigen. Wir haben 18 Sekunden auf der Uhr und Freistoß für den Hamburger Sportverein. Die verlieren den Ball mit dem allerersten Pass. Passt ein bisschen zum Spiel. Schön mit der Hacke quergelegt. Schussversuch. Wieder pariert das Ganze. So, Hamburg nochmal mit dem Versuch. Jetzt an der Bande gut durchgesetzt. Ball holpert ein bisschen. Dann geht der Ball rüber. 3 Sekunden auf der Uhr. Das dürfte es gewesen sein. Langer Ball. Spiel vorbei. Nürnberg holt die ersten 3 Punkte, gewinnt mit 3:2 gegen den Hamburger Sportverein.